Und als nächstes sehen wir EchoBot, ein innovatives Unternehmen mit Startup-Spirit aus Karlsruhe. EchoBot entwickelt SaaS-Lösungen für den Sales Intelligence-Bereich. Was genau das bedeutet, was Sales Intelligence ist, wen die suchen, was die bieten, das erfahrt ihr jetzt von Janis. Janis, auch du hast 6 Minuten Zeit und die läuft ab jetzt. Unmuten, bitte unmuten. Danke, Daniel. Ja, hallo, ich bin Janis. Ich bin CTO und Mitgründer von EchoBot. Ich habe für die One-on-Ones später auch noch meine Kollegen Benedikt und Michael mitgebracht. Wie der Daniel schon gesagt hat, wir sind Marktführer im Sales Intelligence Bereich. Unsere Firma bietet Online-Tools an, mit der wir unsere Kunden dabei unterstützen, eben ihre Vertriebsprozesse zu optimieren. Nächstes Slide, bitte. Genau, wir sind momentan auch dabei, umzuziehen. Unser neues Büro findet ihr dann ab Februar nächsten Jahres hier in Karlsruhe gegenüber vom alten Schlachthof. Wir sind aktuell etwa 70 Mitarbeiter und der Firma geht es auch wirtschaftlich sehr gut. Wir wachsen seit 10 Jahren mit durchschnittlich mehr als 35%, auch jetzt dieses Jahr wieder trotz Corona. Nächstes Slide, bitte. So, was ist jetzt dieses Sales Intelligence eigentlich? Ihr kennt das sicher. Ihr bekommt jeden Tag regelmäßig Spam-E-Mails und hin und wieder auch einen Anruf vom Bankberater, der meistens dann doch gerade nicht so richtig passt. Stellt euch einfach mal vor, ihr seid zum Beispiel Vertriebsleiter oder Geschäftsführer in einer Firma. Solche Leute werden jeden Tag dutzendfach angerufen. Sowas ist im B2B nämlich auch ohne Einwilligung erlaubt. Und es führt dann ganz oft zu Lose-Lose-Lose-Situationen. Der Angerufene ist genervt, der Anrufer ist deshalb frustriert und der, der den Anrufenden bezahlt, der hat auch nichts davon. An der Stelle kommt jetzt EchoBot ins Spiel. Wir crawlen jeden Tag etwa 10 Millionen Online-Artikel und Social-Media-Postings auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite haben wir eine vollständige Firmendatenbank aus der Dachregion. Dann ermitteln wir zum Beispiel über Machine Learning und Entity Mapping, welche Firmen werden in den Texten genannt und gibt es einen Bezug zu einem interessanten Geschäftsereignis, zum Beispiel ein Managementwechsel, eine Insolvenz oder eine Produktankündigung. Was bringt mir das jetzt? Nehmen wir mal kurz an, es ist euer Job, Gabelstapler zu verkaufen. Immer wenn irgendwo in Deutschland eine Lagerhalle gebaut wird, dann wäre das doch genau der richtige Zeitpunkt, um dort anzurufen. Und auf einmal wird aus dieser Lose-Lose-Lose-Situation eine Win-Win-Win-Situation. Das ist mal ein Beispiel dafür, was man mit so einem Sales Intelligence Tool machen kann. Nächstes Slide, bitte. So, damit das auf der technischen Ebene funktioniert, brauchen wir aber ein paar Zutaten. Klar, wir entwickeln Web-Applikationen, SaaS-Tools als Frontends für unsere Kunden, damit die auch mit unseren Daten arbeiten und interagieren können. Wir betreiben aber verschiedene Webcrawler, zum Beispiel um Online-Medien, Social Media, Firmenwebseiten oder auch Firmenregister zu verarbeiten. Und mit Hilfe von Data Science und Machine Learning veredeln wir die Daten dann, um daraus die wirklich interessanten Informationen rauszuziehen. Das ist diese Business Information Engineer, der in der Mitte seht. Big Data ist bei uns ist aber auch nicht nur ein Buzzword. Wir können in Echtzeit über 10 Milliarden Dokumenten suchen und da kommen jeden Tag nochmal 10 Millionen Dokumente eben on top dazu. So, nächstes Slide bitte. Genau. Ich habe euch auch mal unseren Tech-Stack mitgebracht. Ich denke, die Logos kennt ihr. Wir schreiben sehr viel Backend- und Data Processing-Software, wie zum Beispiel auch Webcrawler in PHP. Die eher performancekritischen Probleme lösen wir mit Java und Python setzen wir ganz klar im Machine Learning-Bereich ein. Im Frontend verwenden wir aktuell Vue.js, haben aber auch noch ein paar ältere Angular.js-Applikationen im Einsatz. Eine Serverinfrastruktur dazu, wen sowas interessiert, sind aktuell über 200 Server, die wir da im Einsatz haben. Nächste Slide bitte. Genau, die Benefits wurden jetzt schon mehrfach angesprochen. Die gibt es bei EchoBot natürlich auch. Also flexible Arbeitszeiten, Möglichkeit auf Homeoffice, Teilnahme an Konferenzen, Budgets für Weiterbildung, Kaffee, Obst etc. haben wir alles im Angebot. Nächstes Slide bitte. Das Wichtigste ist aber, bei uns kommt auch der Spaß nicht zu kurz. Also Sommerfest, Weihnachtsfeier, Team-Events und Sportveranstaltungen. Auch auf solche Sachen legen wir bei uns viel Wert. Nächstes Slide bitte. Genau. So, wie arbeiten wir jetzt bei EchoBot? Also ich sage vielleicht erstmal, was wir nicht sind, was wir nicht tun. Wir sind keine Beratung, wir machen kein Agenturgeschäft und wir programmieren auch keine Online-Shops oder CMS-Systeme, was immer oft so mit PHP ein bisschen in Verbindung gebracht wird. Es gibt bei uns keine
Deadlines oder Crunch-Times regelmäßig, sondern fokussiertes Arbeiten bei 40 Stunden in der Woche, das ist wirklich Realität. Wenn du bei uns als Softwareentwickler arbeitest, dann bedeutet das auch, dass du in der Produktentwicklung und an unserem Ökosystem entwickelst. Dazu haben wir etwa 20 Personen bei uns in der IT und im Data Science Team. Das heißt, du bist bei uns nicht nur ein kleines Rädchen im Getriebe. Wir legen großen Wert auf selbstständiges und eigenverantwortliches Arbeiten. Wir sind agile unterwegs, in der Produktentwicklung arbeiten wir zum Beispiel mit Scrum. Und wir legen auch viel Wert auf eine positive Fehlerkultur, denn ich finde, nur wer Fehler machen darf, der kann sich auch weiterentwickeln. Unsere Teams sind durchlässig. Wenn du mal nach 2 Jahren Backend auch Frontend machen willst, ist es kein Problem. Und ja, last but not least, auch die Chefs, die Firmengründer, also Bastian und ich, wir sind selbst ITler. Wir wissen, worauf es ankommt und haben keine unrealistischen Erwartungen an Entwickler. Vor allem haben wir deshalb auch ein IT-freundliches Arbeitsumfeld. Nächstes Slide, bitte. Ja, aktuell ist eine spannende Phase, um bei EchoBot einzusteigen. Wir sind mit unseren Lösungen und über 1000 Kunden aktuell Marktführer in Deutschland. Das wollen wir im nächsten Schritt natürlich auch auf europäischer Ebene wiederholen. Dazu brauchen wir Unterstützung und deshalb freuen wir uns drauf, vielleicht auch dich nachher im Einzelgespräch kennenzulernen. Wir suchen aktuell Webdeveloper, Frontend, Backend, Fullstack und wenn du PHP, Java oder JavaScript mitbringst, umso besser. Danke fürs Zuhören. 3, 2, 1, bam, auch hier eine Punktlandung. Wunderbar, Janis, vielen, vielen Dank. Sehr cooles Produkt. Kenne ich auch aus unterschiedlichen Branchen als Vertical. In der Immobilienbranche gibt es ja, glaube ich, so Building Radar und ich denke, gibt es ja hier und da mal als ein vertikales Produkt, aber das global über alle Branchen anzubieten. Sehr, sehr spannend. Wir haben ein sehr diverses Kundenportfolio natürlich. Ja, das denke ich mir. Und wenn man das wirklich schafft, das qualitativ hochwertig aufzuziehen, super sinnvolle Geschichte und macht aus dem Los wirklich ein Win-Win-Win, weil man gerade im Vertrieb weiß, wann man einsteigen oder wann man anrufen kann. Gibt es Fragen aus dem Publikum? Ich schaue gerade auch hier, wie groß ist das Dev-Team bei euch? Ich glaube, das hast du schon erwähnt. Sagst du es vielleicht? Genau, also wie gesagt, wir haben roundabout 20 Personen in Data Science und IT. Davon sind 5 bis 6 Leute im Data Science Bereich und 14 Personen in der Softwareentwicklung. Ja, auch bei euch die Frage, was steht denn eigentlich an? Wofür sucht ihr eigentlich Kollegen? Habt ihr ihr habt ja ein eigenes Produkt letztendlich. Ne? Ihr habt eine eigene SaaS-Lösung. Genau, ich habe vorhin schon so ein bisschen angerissen. Wir sind jetzt gerade Marktführer in Deutschland. Das ist eine gewisse komfortable Situation. Allerdings wollen wir das auch international natürlich wiederholen. Wir haben dieses Jahr UK gelauncht als erstes, ich sag mal, Beiboot, als erstes weiteres Land, das wir unterstützen. Der Plan ist natürlich, im nächsten Jahr mit Frankreich weiterzumachen und dann eben auch über die nächsten Jahre Spanien, Italien und so den den europäischen Raum weiter zu erschließen. Das ist eine Sache, die wir gerade tun. Ein anderes spannendes Projekt ist, dass wir eines unserer SaaS-Tools, das Produkt Target, gerade komplett rewriten von AngularJS auf Vue.js, einfach um in dem Rahmen auch nochmal die Usability und die User Experience zu verbessern. Okay, cool. Was erwartet ihr denn von einem idealen Kandidaten für die Position? Also fernab vom Tech-Stack, in puncto Seniorität vielleicht, sucht ihr auch junge oder vor allem junge Kollegen oder sagt ihr, ihr braucht eine gewisse Mindesterfahrung? Wir suchen tatsächlich aktuell sowohl junge als auch etwas seniorigere Kollegen. Wir könnten tatsächlich 1, 2 etwas erfahrene Entwickler noch sehr gut gebrauchen im Team. Wir haben jetzt dieses Jahr auch schon einige Leute direkt von der Hochschule rekrutiert. Aber wir sind auch immer offen natürlich, wenn Leute mit einem sehr guten Talent reinkommen, die da Lust drauf haben und die gut zu unserem Tech-Stack passen, dann geben wir denen auf jeden Fall auch eine Chance. Okay, cool. Und so ein bisschen was zum Alltag. Du hast ja schon ein paar Bilder gezeigt. Morgens das erste Mal reinkommt, eine kleine Nerf-Schlacht, ja, zur Begrüßung, bevor es dann an die Kaffeebar geht. Also wie kann man sich so einen Alltag bei euch vorstellen? Auch so ein bisschen zum Remote und im Office arbeiten, zu dem Thema. Also jetzt aktuell wahrscheinlich auch stark Remote, aber wie ist genau, so der... Die Nerf-Gun muss momentan leider pausieren aufgrund von Corona. Wir sind quasi alle im Homeoffice momentan. Wir ziehen nächstes Jahr ins neue Office um, da verspreche ich mir sehr viel davon. Wir haben ein paar ziemlich coole Ideen, die wir da umsetzen wollen. Es wird auch weiterhin Homeoffice geben im nächsten Jahr, nicht mehr die ganze Woche, aber mal mindestens einen Tag. Man kann das auch so ein bisschen konfigurieren bei uns, sage ich mal. Wir haben uns ein witziges Perk-System überlegt. Wer schon mal ein Online-Rollenspiel oder so gespielt hat, du kannst jedes Level ein paar Skillpunkte verteilen und ähnlich sieht das bei uns eben auch aus. Wenn du zum Beispiel mehr Homeoffice haben willst, setzt du da einen Perk rein und dann kannst du quasi deine eigene
Benefit oder Arbeitsexperience konfigurieren bei uns. Sehr schön. Und letzte Frage noch abschließend. Wie bereitet ihr eure Plattform auf die starke Skalierung in Zukunft vor? Das ist tatsächlich eine sehr gute Frage, weil uns das Thema Skalierung gar nicht so sehr betrifft. Wir arbeiten primär mit B2B-Kunden zusammen. Das sind 2000 Stück, aber es ist jetzt nicht so, dass unsere Applikationen extrem hohen Load durch Benutzer hätten, beziehungsweise das wächst recht linear, einfach mit der Anzahl der neuen Kunden, die wir akquirieren. Was bei uns, ich sag mal, auch sehr deterministisch, aber deutlich stärker und schneller wächst, ist natürlich das Datenwachstum, die Artikel, die wir zusätzlich crawlen, die neuen Länder, die wir erschließen wollen und die Firmendaten, die da zum Beispiel mit integriert werden müssen. Deshalb ist Skalierung bei uns ein nicht so schneller Prozess wie vielleicht bei anderen Firmen, die Fernsehwerbung schalten. Aber auch das haben wir automatisiert. Also wir verwalten die Server zum Beispiel mit Puppet momentan und können dadurch recht zeitnah auch neue Kapazitäten ergänzen. Super. Vielen, vielen Dank, liebe Entwickler. Wenn auch ihr helfen wollt, aus los, Win-Win-Win zu machen in der Wirtschaft, dann schaut doch später mal bei EchoBot vorbei. Vielen Dank auch dir, Janis, und viel Erfolg in den One-on-Ones im Nachgang.